der nicht endgültig groß. Ich war lange Ort Monsieur, denn ich schrieb an eine Gruppe. Hier vollendet ist das Werk, dort von der Siege. Mein Entwurf ist sehr präzis, besser, wenn man sich dran hält. Seht wohl, es gibt Schlimmes, als ein Lüster, der erzählt. Die Kette ist mein, du singst nur für mich. Sie haben doch etwas gesehen. Wo ich denn gesehen habe? Bitte stellen Sie mir keine Frage, Monsieur. Madame Cherie, es geht um uns alle. Also gut. Vor vielen Jahren war ich hier ein reisender Jahr. Abgebrachten, saubere Tiermenschen. Und? Wunderbar. Ich werde es nie vergessen. Ein Mann, eingesperrt in einem Käfig. Einem Käfig. Ein Genie, Monsieur. Gelehrter, Architekt, Musiker. Ein Komponist. Und auch ein Erfinder, Monsieur. Man verkündete, habe dem scharfen Persien ein Spiegellabyrinth gebaut. Wer war dieser Mann? Ein Missgeborener, mehr scheu ist ein alter Mensch. Gestellt von Geburt an, Gott gesagt. Und dann suchte sie ihn. Aufgebrochen, weiter. Er blieb verschwunden und man hielt ihn für tot. Aber er ist nicht tot, habe ich recht. Die Welt vergaß ihn, doch ich kann es nicht. Hier im Dunkeln sah ich ihn ins Gesicht. Ich habe zu viel geredet. Nein, warten Sie. Zu viel? Und es gab zu viele Unfälle. Unfälle? Madame Cherie! Lächerlich dieser Park hier vor. Einmal lächerlich. Keine Leistung vor. Wenn ich blödsinnig, es bin gar nicht ein. Völlig blödsinnig. Doch da war ein Nein. Mein zerbrochener Mister reicht. Dies das Freund und gib es Nein. Herr André, kurze Orchestrierung. Das erste Horn ist einmal doch noch viel schlimmer ist die ja der Pingolist. Fort mit ihm, der Mann ist nur daneben, anzustreben wäre jemand mit Gehör. Der Rockenberg wie meines ist unser Kurzu immovent. Der verkehrt intoniert, der wird abserviert. Immerhin sind nicht die Rollen enger für die Sänger ohne Ausdruck und Talent. Ich sehe da hinein, das leicht liebes Brust.
hat weinet ihren Ton, üben sie sich um den Streitkampf, nicht um Kunst. Bestimmt gibt's ihr Bestes, sicher wird sie noch viel besser, wenn sie kommt, ja zum Glück, wieder durch dieses Stück zu ihrem Meister zurück, zu mir zurück, ihrem Meister. Waren alle blind, mit einem Schlag könnten wir uns von ihm befreien. Soll doch unser Freund in die eigene Falle gehen. Wir verlieben das, wir führen unbedingt die Oper auf, wie es willen für ihn allein. Wenn Christin Teil singt, kommt er her, um sie zu sehen. Und dann verlieren wir alle Töne und stellen das ganze Haus und er kann nicht mehr raus. Der Vorhang fällt, sein Spiel ist aus. Wollen Sie? Das glaube ich nicht, das könnte gehen. Bitte, wollen Sie? Jetzt handeln wir. Bitte, die unglücklichen Kampf, den gewinnen Sie nicht. Was wissen Sie schon? Ihr Ratschlag. Bitte, wollen Sie? Statt einer Warnung, ein Ratschlag. Den habe ich nicht. Sie sind nicht ehrlich, und auf welcher Seite stehen Sie? Sie ist ein Werkzeug. Sie ist mit der Leid schon viel vorbei. Doch mit ihr hast du wohl schon seinem Grauen bei. Thank you.
Liste. Wie es auf die Witzel von. Ja, darf ich bitten, ja. Wie es auf die Witzel von. Nein, nein, fast, aber nein. Wie es auf. Es auch nicht mit Januar! Wein ist besser! Wenigstens trinkt es bei ihm nach Musik. Signor, würden Sie das auch so sagen, wenn der Komponist anwesend wäre? Der Komponist ist nicht hier. Und wäre er. Können Sie da dann sicher sein, Signora? Oh, noch einmal, Signor Bianchi, nach der Sieben. Signor Bianchi! 5, 6, 7. Es haut nicht mit Kanuan! Ich habe die Note mit den Jahren. Ich weine!
Niemand hat sein Geld zurückverlangt. Oh, du Grenzer. Richard, ich glaube, die kleine Dreie ist eine echte Entdeckung. Wir sind da, Monsieur de Vicomte. Meine Herren, wenn Sie entschuldigen, dies ist ein Besuch, den ich lieber ohne Begleitung machen möchte. Wie Sie wünschen. Danke. Die beiden scheinen einander von früher zu kennen. Ja. Christine Dye, wo ist dein rotes Halstuch? Du kannst es doch nicht verloren haben, nachdem ich so viel Mühe damit hatte. Ich war gerade 14, durchnässt bis auf die Haut. Weil du ins Meer gelaufen bist, um mein Halstuch auszufischen. Oh, Raul, also bist es doch du. Christine. Liebes Lottchen, träumst du wieder? Liebes Lottchen, was ist dir lieber? Ein Ring oder Kleider und Schuhe und der Besteck auf dem Dach oder Kuchen? Vater spielte Geige, wo wir einander unheimliche Geschichten aus dem Norden vorlasen. Nur die Mädchen-Antwort klingt, ich will, wenn wir schlaflich weg sind, dass der Engel der Muse ein Lied für mich singt. Der Engel der Muse ein Lied für mich singt. Vater sagte immer, wenn ich im Himmel bin, Kleines, schicke ich dir den Engel der Muse. Und er ist wirklich zu mir gekommen, der Engel der Muse. Zweifellos, aber jetzt gehen wir essen. Nein, Raul, der Engel ist sehr streng. Es muss ja nicht spät werden. Nein, Raul. Du musst nicht umziehen. Ich hole meinen Hut. 2 Minuten. Liebes Lottchen. Raul! Impertinent, nun gilt der Lache von deinem Unzählen. Recht renitent will dieser Ach mir den Triumph stellen. Thank you.
Thank you.
alles ein Traum. Wie erträgst du's hin so schon? Erfasst dich nicht ein Traum? Vor mir dem Höllen hier. Langsam wird die Sache lästig und
immer geht es um Christine. Seit wir da sind, verwirrt aber Gott und ihr. Christine ist wieder da. Damit denke ich, ist der Schmerz so nah. Wo befindet sie sich nun? Ich habe sie noch auf mich gesehen, was ihr tut. Ich besuche sie. Nein, Christine, sie will allein sein. Tritt sie auf, tritt sie auf. Hier, da ist dein Brief. Lass mich lesen, Brief. Meine Herren, ich habe Ihnen nun schon wiederholt, auf liebenswürdigste Weise mitgeteilt, wie Sie mein Theater führen sollen. Sie haben meine Anweisungen missachtet. Ich gebe Ihnen nun eine allerletzte Chance. Christine Hayek kehrt zurück zu euch. Manches Spiel macht die Karriere ab jetzt. Für die Inszenierung von Il Muto nehmen Sie deshalb Carlotta an den Hand. Die Gräfin wird mit Freund ein halbes Netz. Die Rolle der Gräfin, auch ist ihm sein Genie. Die Rolle Carlottas ist stumm und der Fall beinahe ideal für sie. Ich werde auch nun zusehen von meinem Standplatz aus dem Loge 5. Bleiben wir für mich. Sollten diese Befehle nicht befolgt werden, geschieht ein unvorstellbares Unglück. Ich verbleibe, meine Herren, als Ihr ergebener Diener, O.G. Thank you.
Achtet! Es sieht ein unvorstellbares Unglück! Oh!
schon halb verliebt, denn ich will dich bewahren vor Ängsten und Gefahren. Folg mir in den Mund, ein neuer Tag beginnt, und ich will für dich da sein, dich fühlen und dir da sein. Mein Entwurf ist sehr präzis, besser
wenn man sich dran hält. Bedenkt wohl, es gibt Schlimmeres als ein Lügner, der bettelt. Die Kette ist mein, du singst nur für mich. Madame Giry, es geht um uns alle. Also gut. Vor vielen Jahren war hier ein reitender Jahr. Abgebracht in saubere Tiermenschen. Und? Wunderbar. Ich werde es nie vergessen. Ein Mann, eingesperrt in einem Käfig. In einem Käfig? Ein Genie mit gelehrter Architekt, Musiker. Ein Komponist. Auch ein Erfinder. Man verkündete, habe dem scharfen Persien ein Spiegellabyrinth gebaut. Wer war dieser Mann? Ein Missgeborener, mehr scheu ist ein alter Mensch. Gestellt von Geburt an, Gott gesagt. Und dann suchte sie ihn, aufgebrochen, weiter. Er blieb verschwunden und man hielt ihn für tot. Aber er ist nicht tot, habe ich recht. Die Welt vergaß ihn, doch ich kann es nicht. Hier im Dunkeln sah ich ihn das Gesicht. Ich hab zu viel geredet. Nein, warten Sie. Zu viel? Und es gab zu viele Unfälle. Unfälle? Madame Giry! Lächerlich dieser Quartiertor. Einfach lächerlich. Keine Leistungstor. Völlig blödsinnig, es ging gar nicht ein. Völlig blödsinnig. Doch da war ein Nein. Ein zerbrochener Mister reicht. Hieß das Freund und nimmt es leid. Herr André, kurze Orchestrierung. Das erste Horn ist einmal höher. Doch noch viel schlimmer ist ja der Pingolist. Fort mit ihm, der Mann ist nur daneben anzustreben, wäre jemand mit Gehör. Wir rufen weg wie meines, ist unser Chor zu indolent. Wer verkehrt intoniert, der wird abserviert. Immerhin bin ich die Rollen enger für die Sänger ohne Ausdruck und Talent. Ich sehe darin eine Möglichkeit. Signora, warum hast du verziehen? Eure Kollegin ist mir zu klein. Signora, bitte, halt es schön. Die Schmieder und die Erzie des Mannes ist schön. Wie sind Sie doch ein? Signora, Signora. Ihr Kuchen ist den Kürzel zu weit. Und was für eine Kuh soll das sein? Ah, unsere kleine Blume. Fräulein, sei auf dem Weg zum großen Ruhme. Die größte Rolle haben Sie. Doch und morgen ist die Nahe, ein Stündchen ohne Strahl. Ich bitte Sie, sind Sie einverstanden? Sie sind nicht. Ich werde keiner noch gefahren. Ich steckte zu allem, griff die Nahe, schämt dich. Ich bin nicht dumm zu verleugnen, die schämt dich. Ich bin nicht blind, ich bin ganz schuldlos. Nehme diese Rolle gespannt. Nur nicht so vorstellen. Warum nicht? Was sagt die Dame? Ich möchte wissen, warum nicht? Nun will sie nicht. Sie sind verpflichtet. Ich bin nicht, weil ich einfach nicht kann. Christine, Christine, niemand kann dich dazu zwingen. Ihr Monsieur, ein neuer Brief. Liebe Freunde, seid gegrüßt. Zum groben Anfang möchte ich euch ins Profil. Wer sich mal noch dazu eignen, sieht auch nicht wie sonst nur Schweifer. Und One ist viel zu fett, an die Seite steht das leicht liebes Blut. Und kann meine Direktoren, wenn sie sich um den Streit kampf, nicht um Kunst. Bestimmt gibt's nur Bestes, sicher wird sie noch viel besser, denn sie kommt ja zum Glück wieder durch dieses Stück zu
Wir es auf, auf, auf.
5, 6, 7. Wer haut nicht mit Anwein?
es? Monsieur Lippoff, soll ich das Zeichen geben? Geben Sie es. Sie im Graben, haben Sie diese Loge im Visier? Hab ich, Monsieur. Denken Sie daran, wenn es so weit ist, schießen. Nur wenn es sein muss, dann aber gezielt, um zu töten. Wann soll ich schießen, Monsieur? Das werden Sie dann schon merken. Monsieur le Vicomte, sind Sie sicher, dass alles gut gehen wird? Wird Mademoiselle da je sehen? Ja, machen Sie sich keine Sorgen für mich. André! Wir verlassen uns ganz auf Sie, Monsieur. Meine Leute sind jetzt auf Posten, Monsieur. Dann also los! Sind alle Ausgänge geschlossen? Geschlossen! 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 Ganz nah ist das Phantom der Oper. Hier? Nein, hier! Hier! Erst wenn es soweit ist, habe ich gesagt. Ja, aber Monsieur le Vicomte... Kein Aber. Diesmal hat Monsieur le Vicomte recht. Die Entscheidung fällt heute Nacht. Genug der feinen Scherze. Unsere Zuschauer sind schon gespannt, wer gewinnt. Meine Oper beginnt. Endlich folgst du dem Wunsch in dir.
Mann, der dich führt, denn er will nicht mehr schreien. Ja, ich rief dich, dass die Glut in dir Flamme wird. In dir weicht jeder Widerstand. Freiwillig kommst du, begibst dich in meiner Hand. Nun lass das Zögern sein, hast du dich nicht schon entschieden. Und nun gibt es kein Zurück. Durchbrich die Schranken und lass die Welt des Zweifels hinter dir. Löse dich mit einem Schritt von den Gedanken und schweb auf deinen Träumen fort mit mir. Es will des Märze Hinterm beschaffe Schwert zerreißt das Herz, es süße Bausch mit heute Schmerz. Und nun gibt es kein Zurück, vergiss die Freuden, nimm's als die Geheime. Yeah.
komponiert. Mein Herr,
bei mir. Ich sah das alles nur noch nicht. Meine dein Gesicht bleibt versteckt und kalt.